Ja, wir sind hier auf der Verbindungsstraße von Weilheim nach Eichelberg an der Autobahnausfahrt der A8. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem insgesamt 6 Personen verletzt wurden. 5 davon wurden schwer verletzt. Und darunter war eine Familie mit 2 Kleinkindern. Es kam eine normale Alarmierung zu einem schweren Verkehrsunfall. Der First Responder von Weilheim hat die Unfallstelle natürlich sehr schnell erreicht, hat gleich eine Lagemeldung gegeben, dass mehrere Personen verletzt waren. Deswegen wurden dann von der integrierten Leitstelle Esslingen auch gleich nochmal 2 weitere Transportmittel hierher alarmiert. Zur Anfahrt war eigentlich nur die Problematik, dass die Autobahnausfahrt der A8 auf die Landstraße runter natürlich durch den Stau im Prinzip schwer passierbar war. Es stand ein Rettungswagen hier in der nicht vorhandenen Rettungsgasse, aber es gab keine Möglichkeit, eine Rettungsgasse zu bilden. Das heißt, da musste die Polizei und die Feuerwehr erstmal von unten die Fahrzeuge abfließen lassen, dass man dann hier weiter in die Unfallstelle vorfahren konnten. Und die nachfolgenden Rettungsmittel hat man dann über die Leitstelle gleich von der Seite her anfahren lassen, das heißt über Eichelberg bzw. über Weilheim, über die Stadtmitte. Also hier im Einsatz war jetzt ein Notarztzubringer, also ein Notarzt. Es waren 3 Rettungswagen im Einsatz, ein Krankentransportwagen, der First Responder Weilheim und ich als Einsatzleiter.